herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wie ihr seht, gehen wir diesmal direkt zum Mokri. Ich musste nochmal durch die ganze Höhle durch. Hey, was ist das nur? Ich sechs. Boah! Ich verglühe, Kupo! Was hat, wenn ich mal alle Bommel auf dem Kopf? Hossa, jetzt bin ich ja wieder frei. Danke, Chef. Ist echt schwer in Ordnung. Active Time Event. Muckmeier, erleuchte uns. Die zweite Unterrichtsstunde. Dum, 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 dum. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na logisch, Kleiner. So sperr mal deine Lauschchen auf. Heute werde ich dir wieder so einiges an Wissenswerten beibringen. Zustand. Positiv und negativ. Ja gut. Macht Sinn. Mit Hitze, Wasser, was weiß ich. Das kennt man ja, das kennt man ja. Alles klar. Das brauchen wir uns dann durchlesen. Nee. Elementare Hitze, Kälte. Ja, boah, das kennt... Ja gut, das kennen wir alles. Also das... Sorry, Leute, aber das lese ich nie vor. Da, aber das beim Kartenspiel, das kann man vorlesen. Das Kartenspiel wird das Welt-Tetra-Master genannt. Vielleicht wisst ihr es schon. Auf dieser Welt gibt es eine Menge geübter Kartenspieler. An ihrem Aussehen erkennt man sie nicht. Deswegen einfach mal ansprechen. Die wahren Zocker sind meist süchtig danach, Tetra-Master zu spielen. Sie werden einer Aufforderung bestimmt nicht auf... hören. Zum Spiel auffordern könnt ihr sie mit der B-Taste. Manche werden auch von... euch auch von sich aus auffordern. Und hier mal die grundlegenden Regeln. Zu Beginn müssen 5 Karten gewählt werden. Die Partie ist eröffnet, zeigt die gelbe Dreiecksmarkierung auf eine gegnerische Karte, wird diese umgedreht und zur eigenen. Zeigt die Dreiecksmarkierung der eigenen Karte auf, die einer gegnerischen kommt, ist zu einer Kartenschlacht. Wird die Kartenschlacht gewonnen, erhält man alle Karten, auf die die Dreiecksmarkierung zeigt. Bei einer Niederlage gehen alle Karten auf die Dreiecksmarkierung und zeigen einen Gegner verloren. Kommt es zwischen mehreren Karten zur Schlacht, kann vorher gewählt werden, welcher begonnen werden soll. Wenn alle Karten abgelegt, ist bei dir zu Ende, bis man mit mehr Karten gewinnt. Ist man erfolgreich, erhält man eine gegnerische Karte. Bei Niederlage muss eine eigene abgegeben werden. Das heißt, dass wir auch mega geile Karten verlieren können, wenn wir blöd uns anstellen. Ansonsten gibt es noch viele kleine Details, aber die findet ihr beim Spielen selbst heraus. Der Chefchen weiß echt viel, Kupo. So ist es. Erstmal abspeichern. Ich will das nicht nochmal machen. Speichern, Kupo! Ich mag es nicht nochmal machen. Ein Zelt nutzen. Ich will jetzt, dass hier nichts mehr schief geht. Deshalb nehmen wir jetzt das Zelt. Mocknet. Tschüss, Kupo. Ach, hast du keinen Shop? Ich dachte, ich könnte mal so ein paar Sachen kaufen. Schade. Mocknet, ist das Mocknet? Ich kläre dich übers Mocknet auf, Kupo. Das Mocknet ist ein globaler Postdienst für Mokris von Mokris, Kupo. So können wir von irgendeinem Mokri einen Brief erhalten oder ihn bitten, einen zuzustellen, Kupo. In letzter Zeit kommen nur noch selten von Mokris vorbei, Kupo. Seit Masogin bringt Gummo diesen Brief von mir. Alles cool, oder, Kupo? Geht klar, Mann. Danke, Kupo. Kupo, Popopo. Tschüss, Popopo. Kommt der Blödmann wieder. Kein Kampf auf. Ja. Was ein Lack. Kann ich die Szene überspringen? Nein, kann ich natürlich nicht. Vivi, bleib doch stehen. Imorgnet schon wieder. Das sieht so bescheuert aus. Ich bin Roboter, Mann. Popopopo. Steine! Nur, das lese ich nicht vor, das kennen wir ja schon.
Jetzt sieht der Kampf aber besser aus. 1 gegen 1, mein Freund. Ich weiß echt, da unten hingegangen. Schwarzer Tenor A1. Diesmal wirst du sterben. Kling! Kling, Glöckchen, kling, lingeling. Hä? Es hängt unten im Rad. Oh, ich hab so einen richtig geilen Gamer-Stuhl. Der gefällt mir so gut. Ich glaub, hier drin könnte man schlafen. So geil ist das Teil. Aber ich habe immer noch keinen zweiten Bildschirm. Ich habe ja schon Platz gemacht an der Wand. Dann hänge ich nur links und hier, dann sehe ich meinen Chat und so weiter. Und fürs Rendern ist das natürlich im Hintergrund richtig geil. Ansonsten hat sich das Zimmer jetzt auch komplett verändert. Ein bisschen laut. Ich habe jetzt ein richtig geiles 3D One Piece Bild hier. Dann ein Poster von der Luichopas. Finde ich geil. Konki. Noch ein Ruffy-Poster und. Noch eins auf. Bin ich richtig mega stolz. Oh, schwer dran zu kommen. Und von der Entscheidung ist auch noch eins unterwegs. Also mein Game ist langsam richtig cool. Und von One Piece kommt noch in 3D. Der Piraten. One Piece ist ein geiles LP, was ich gerne machen würde, aber funktioniert nicht, weil die One Piece Spiele alle so sind, dass man sie nicht zeigen kann. Siehe sein, deine Mühen sind vergeblich. Du heilst dich, dann heile ich mich auch. Auf damit! Ja, voll unfair eigentlich, dass sie zu zweit sind. Ich bin ja auch nicht zu zweit. Oh, jetzt heilt der jetzt schon wieder hoch. Jetzt wird's langsam nervig mit der Heilerei. Das ist doch jetzt nicht wahr. Wie soll ich ihn denn besiegen, wenn er als hochgehalten wird? Voll unfair. Weil die Trance ist auch noch so weit weg. Da sind es halb voll. Ich glaube, so lange werde ich nicht durchhalten bis zum nächsten. Wie oft willst du ihn noch heilen? Wie oft willst du den noch heilen? Sonst können wir nichts mehr. Feuer. Auch das. Was hat er denn eigentlich? Ich beklaube jetzt mal beide. Weil dann geht mein ATW-Balken ja auch ein bisschen. Kann ich eigentlich auf den schwarzen Tisch nur drauf gehen, dass er die Schlange nicht mal hochheilt? Lass mich das mal probieren. Okay, jetzt muss ich hier heilen. Er ist wahrscheinlich jetzt hochgehalten. Nice.
Scheiße auf mich. Wieso? Voll unfair. Zwei gegen einen. Aber die Trance ist gleich. Ich gehe jetzt auf ihn erstmal los. Dass er ihn nicht mal heilt. Jetzt geht das ja hier noch stundenlang weiter, bis die Potions leer sind. So, ein Punkt. Da kann er sich auch hochheilen. Ich denke mal, das ist ein Kampf, wo man auf Tross gehen muss, ansonsten verliert man. Es ist soweit. Zum zweiten Mal gehen wir in die Tross. Beziehungsweise zum dritten Mal, einmal habe ich das gerade offline nicht gezeigt. 66 Stunden. Wir werden jetzt einen Angriff starten. Aber nicht den, sondern Trix. Energiestoß. Schwarzer Team. Leon, den Rest überlasse ich dir. Ich bin schwach. Okay, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Ich wollte eigentlich jetzt noch so einen Energiestoß machen, aber klappt nicht. Nein! Aber nur noch gegen die Schlange. Nur noch gegen die Schlange. Vogelkopf ist da. Eisra! Alter! Der hat zweimal angegriffen. Angegriffen. 5 HP waren es noch. Das wäre fast ein Sack. Ich will den Kampf jetzt nicht mehr verlieren. Der kann nicht mehr viel haben. Er kann nicht mehr viel haben. Tsunami! Was? Was? 81! Willst du mich jetzt verarschen? Alter! Willst du mich verarschen? Was war das denn? Mach dir den Tsunami einfach! Der war down! Der war weg! Macht er den Tsunami? Und es reicht genau zum Sieg für ihn. Boah, da kriege ich so einen Hals. Wie? Ja, vom... Boah. Schmeckt nicht.
Hier muss man sich mit Sachen ärgern. Wir gehen erst wieder auf den schwarzen Tenor. ATB-Balken ist natürlich weit. Aber wir machen jetzt direkt schwarzer Tenor. Mal aus dem Spiel. Ein Angriff. Vielleicht fällt er ja jetzt. Ja, verarscht mich doch nicht. Wie oft darf er denn? Der fliegt schneller dran wie ich. Vor allem, wie viel hat er denn? Müsste er nicht gar nicht jetzt down sein? Nächster Angriff. 150 HP, mehr kann er nicht haben. Vorhin ist er bei 226 down gegangen. Ja, endlich. 150 hat er. Stark. ATB-Balken dauert. Nein, es geht nicht. Ist schwer. Mal gucken, ob das stärker ist. Wahrscheinlich haben wir den schon. Nicht, dass jetzt wieder der Tsunami kommt. Wir haben ja das Leder am Rep ausgerüstet offline. Und ich hab's gemacht. Wir haben mehr Verteidigung. Sonst würde das jetzt hier noch. Eis. Tschüss. Kritisch, jawohl. Eisra. Du zweimal. Krass! Wir gehen in Trance, Leute! Geil! Aber wir halten uns ja das in der Runde wieder am Arsch! Schwingen!
Energiestoß! Er ist down! Ja, Mann! Man sieht aber auch mal. Den ersten hat dieser Strolch besiegt, sag ich. Aber die anderen beiden schnappen sich die Prinzessin ganz sicher, sag ich. Und die Nervensägen. Ist da wer? Wie auch immer. Ich hoffe mal, die anderen sind nicht schon erfroren. Da sind wir, sag ich und sag ich. Ach, da sind sie. Oh, Zitat. Wo warst du? Ja, ich hab mal ein bisschen in die Gegend erforscht. Na klasse, bis auf ein paar Frostball hier und da. Seht ihr ja alle schon wieder ganz munter aus. Oh, meine Nase. Hey du, was ist dir eigentlich vorgefallen? Eigentlich nichts Besonderes. Du verheimlichst doch irgendwas, Kerl. Ich sagte doch, es war nichts Besonderes. Kerl, mich beschleicht das Gefühl, dass sie vielleicht wären, die Prinzessin bewusstlos. Alter, nun mach mal halblang. Ich weiß ja nicht, was in deinem kranken Kopf alles vorgeht, aber... Steine, das reicht. Sagte doch, es sei nichts gewesen. Wolltest du dich dann etwa beleidigen? Du bist gerade beschützt. Aber ich habe verstanden, Prinzessin. Gut, auf jeden Fall freut es mich, dass alle wohl auf sind. Ich denke, wir sollten weitergehen. Zidane, was habt ihr? Ach, schon in Ordnung. Wahrscheinlich geht's jetzt gleich unten weiter. Wo geht's weiter, sag und sag ich. Das weiß niemand, wage ich zu sagen. Ich will erstmal jetzt hier runter, weil ich glaube, da oben geht's doch weiter. Dein Ernst. Dein Ernst? Nein, sie ist ja immer noch tot. Aber wir haben natürlich nichts verändert. Also eine Phönixfeder kann ich auch außerhalb von Kämpfen benutzen. Eine Phönixdaune kann ich nur im Kampf benutzen. Ja, ich weiß es jetzt auch. Danke. Denjenigen, der mich nochmal dran erinnert hat. Ich habe das Spiel vor 10 Jahren gespielt. Eventuell. Ich weiß, es ist ein geiles Spiel, aber bitte nimm's natürlich nicht. Willst du mich verarschen? Es ist schon wieder tot. Ich weiß hier nicht mehr viel von. Ich weiß die Story, wie es geht, aber was jetzt die einzelnen Sachen sind oder wie das Kartenspiel funktioniert. Ich konnte es mir damals so ein bisschen zusammenrennen und mittlerweile ich möchte das Spiel genießen und ich möchte euch kein Tutorial machen mit Hey! Gerade aus Feuer, und am besten Wasser. Möchte ich nicht. Ich möchte Spaß haben beim Spielen und Videos bieten, die ich selbst gerne gucken würde. Das steigt auch rum. Und das kann ich nur, wenn Videos geil sind. Das habe ich schon mal bei Fortnite gesagt. Vivian Cross. Yeah, es ist Shiny Vivi. Deiner Todes gefällt mir geil. Nein! Ich wollte doch gucken, was man hier kann. Wir erlernen ja alle noch mehr Fähigkeiten. Das kann nur voll. Aber dreimal! Alter, 596. Ja, ein Tross geht voll ab.
Phönixfeder. Phönixfeder. Geht's gar nicht weiter? Alter, schon wieder ein Kampf. Ich meine, fürs Leveln ist es gut. Aber mega nervig. Aber das sind halt diese RPGs. Da ist es normal, dass man extrem viele Kämpfe sieht. Immer gegen dieselben Gegner. Nein! Ich habe eine Phönixfeder aus Versehen noch gar nicht gemacht. Wie dumm ist das denn? Das ist die Phönixfeder weg. Jetzt will ich Steiner wieder nicht bewegen. Wie bescheuert war das denn jetzt? Ich hab zu schnell gekriegt. Ich hätte vielleicht gleich mal. Stimmt gleich der nächste. Jetzt ist es ein Witz. Jetzt ist es ein Witz. Jetzt fällt niemand mehr hin. Alter! Verlieren gegen Puddings. Was ist hier los? Unglaublich. Boah, da krieg ich so einen Hals. Ich hoffe jetzt einfach hier oben weiter, weil es ist mir zu cool. Hüpf. Halt mit meinem Fehler angefangen, dann ging es einfach so weiter. Aber sie leben alle außer Garten. Wenn es so schön sagt, so, diesmal heilen wir doch. Geht nur. Ich tot, ich schläft nur. Kann man nur sowas sagen? Zack, warte. Jawohl. Geht doch. So, jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Da ist noch sehr viel draußen. Ne? Jetzt sind die Folgen zu lang. Du hast nichts besser. Wir haben ja endlich den Typ da besiegt. Mein Ziel ist ja, in 150 Folgen das hier durchzubekommen. Ich will nicht durchrushen. Ich will alles sehen, alles machen. Aber ich will keine 300 Folgen machen. Das ist so viel, das ist jahrelang. Oh. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Es geht auch nichts über einen klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf.